Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich verstehe mich nach wie vor als Wissenschaftler, der in die Politik gegangen ist, als aktiver Wirtschaftswissenschaftler mit 40 Jahren Erfahren in alternativer, kritischer, linker Ökonomie. Und ich hatte in meinem Leben das ungeheure Glück, auf der einen Seite seit 40 Jahren Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zu sein, also der Alternativprofessoren, die seit 1975 in jedem Jahr versuchen, Alternativen in der Wirtschaftspolitik zu entwickeln und diese auch dann eben entsprechend zu publizieren in den entsprechenden Memoranden, in gewisser Weise also Visionen zu entwickeln. Und ich habe 20 Jahre ein Wirtschaftsforschungsinstitut gegründet und geleitet, das ganz konkrete Projekte abgeben musste für Regionalprojekte, für regionale Strukturarbeitsmarktvorstellungen, für Umstrukturierung von Betrieben und vielem anderen mehr. Und diese Kombination aus Vision auf der einen Seite und ganz konkreter Projektarbeit hat mich immer in meinem Leben geprägt. Und ich habe immer versucht, dies auch in die Politik entsprechend mit einzubringen. Ich habe 2004 die Wahlalternative mitgegründet. Ich bin sozusagen wachgeküsst worden, überhaupt aus der Wissenschaftslogik heraus in die Politik zu gehen. War da dann auch die ganze Zeit geschäftsführendes Bundesvorstandsmitglied und sozusagen habe auch die Überleitung dann in die Linke gemacht, war da immer für Programmarbeit zuständig. Vielleicht als kleiner Werbeblock: Wir haben in dieser Woche, Thomas Händel und ich, die Geschichte der WASG nochmal versucht rauszugeben mit 270 Seiten, ganz viel Dokumenten, wie das alles gelaufen ist. Aber Katja hat ja völlig zu Recht festgestellt, wir sind jetzt eine Partei, wir sind jetzt eine neue Partei. Trotzdem müssen alle Erfahrungen natürlich noch einmal auch entsprechend eingebracht werden. Ich selbst habe versucht, eben neben Visionen ganz konkret Konzepte zu entwickeln in den letzten Jahren. Wir haben ein Konzept des Länderfinanzausgleichs entwickelt mit Vertreterinnen und Vertretern, unseren Genossen aus den Ländern, das so konkret war, dass es der Städtetag, dass die Gewerkschaften, dass es die Wohlfahrtsverbände übernommen haben im Wesentlichen in den Forderungen. Ich habe versucht, neue Entwürfe für ein Erbschaftssteuer- und Einkommensteuerkonzept zu machen, habe das 25-Milliarden-Programm Ersthilfe für Flüchtlinge und Integration mitentwickelt und auch Maßnahmen ganz konkret in Bezug auf Steuerflucht, Steueroasen, Steuerverlagerung, Gewinnverlagerung. Und nach wie vor, glaube ich, ist das Zentrale, wenn man gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen will, dass man eine breite ökonomische Alphabetisierung machen muss, wie Friedhelm Hengsbach das mal gesagt hat, weil die Menschen von Ökonomie keine Ahnung haben und weil nach wie vor die Tina-Politik, es gibt keine Alternativen zu dem, was da erzählt wird, eben im Mittelpunkt steht. Und deswegen mache ich jedes Jahr Dutzende von Veranstaltungen zur Frage Staatsverschuldung, zur Frage Eurokrise, Griechenland, ökologischer Umbau, Kommunalfinanzen und Flüchtlinge, TTIP und CETA, seit neuestem Panama Papers, um wirklich auch zu versuchen, vor Ort, sowohl in Veranstaltungen allein mit der Partei, aber auch eben in größeren öffentlichen Veranstaltungen Aufklärung zu betreiben. Und ich glaube, dass das auch ganz erheblich mit zu einer Verankerung der Linken mit beitragen kann und deutlich machen kann, dass wir eben auch wirklich über ökonomische Kompetenz verfügen. Ich bin, wenn der Matthias eben berichtet hat, Bündnisarbeiter in der Friedensarbeit, bin ich sozusagen Bündnisarbeiter im Bereich der alternativen Ökonomie. Ich bin Gründungsmitglied und einer der Vorstandssprecher im Institut Solidarische Moderne, wo wir versuchen, als rot-rot-grüne Denkwerkstatt, nicht parteipolitisch, zu versuchen, Alternativen zu entwickeln. Wir haben vor kurzem jetzt einen Aufruf entwickelt, wo wir sagen, wir müssen in den nächsten 10 Jahren versuchen, die Linke zu binden und müssen das auf der regionalen Ebene versuchen. Ich habe das vorgestern auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung beim Katholikentag vorgestellt und dabei, glaube ich, auch sehr viel Erfolg gehabt. Ich arbeite aktiv auch im Bereich der Initiative Europa neu begründen, wo wir versuchen, konkrete Alternativen eben auch für Europa, für europäische, für EU-Politik zu entwickeln und habe jetzt Anfang Mai auch mit vielen anderen
aus unserer Partei, aber dann eben in einer Initiative zur Frage Griechenland. 130 Leute, darunter Leute wie Gesine Schwan, wie Gustav Horn, wie Elmar Altvater, wie Hansi Urban und viele andere mehr zu gewinnen. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, auch in diesem Bereich wirklich zu zeigen, die Linke hat hier Kompetenzen, die Linke hat hier Alternativen, die sie dann eben auch in diese Bündnisarbeit mit einbringt. Da ich in diesem Bereich auch für im geschäftsführenden Vorstand insgesamt für Europa auch zuständig bin, habe ich immer auch in den letzten anderthalb Jahren sehr engen Kontakt zu Griechenland gehalten. Ich hatte im letzten halben Jahr zweimal den griechischen Arbeitsminister und einmal den Finanz- und einmal den Wirtschaftsminister in meinem Büro in Berlin zu intensiven Gesprächen. Und ich will euch wirklich sagen, weil manche das in der Partei auch anders empfinden, das sind keine Verräter, das sind keine Halbsozialdemokraten geworden. Das sind ganz linke marxistische Kämpfer, die wirklich das Allerbeste geben, um eben das Beste auch rauszuholen unter beschissenen Rahmenbedingungen. Das ist völlig klar. Die Memoranden lassen nicht viel Spielraum, aber die Memoranden werden von ihnen eben nicht eins zu eins umgesetzt. Sondern in allem wird versucht, nochmal nach Alternativen entsprechend auch zu suchen und Alternativen hinzubekommen. Und wenn man so sagt, da sind Riesenkürzungen bei der Rente passiert, dann muss man sich das genau angucken. Unten hat es keine Kürzungen gegeben, sondern oben hat es Kürzungen gegeben. Also insofern glaube ich, wir müssen noch viel mehr Solidarität auch mit Griechenland üben, damit diese Regierung eine Chance hat. Zwei letzte Gedanken. Oder Hinweise. Erstens, weil das vielleicht ja noch eine Rolle spielen wird. Ich bin Bundestagsabgeordneter und gehöre von Anfang an zu der Arbeitsgemeinschaft, die Mitbestimmung in den Abgeordnetenbüros organisieren will. Ich halte das auch für eine Selbstverständlichkeit. Und allerletzter Hinweis, ich werbe um eure Stimmen, aber eigentlich nicht nur für mich, sondern für Tobias und mich. Wir sind fachlich ganz unterschiedlich aufgestellt, wir sind in vielem politisch unterschiedlich aufgestellt. Aber ich finde, wir müssen aufhören, dass die einen immer nur den einen und die anderen immer nur den anderen wählen. Es wird Zeit, dass wir zeigen, wir sind eine Institution. Wir wählen uns gemeinsam und geben das Zeichen auch nach außen, dass wir gemeinsam kämpfen wollen. Dankeschön.